Tanz in den Mai, coole Geschichte. Das ist der Peter Stammen, ein ehemaliger Schulkollege von mir, der auf mich zugekommen ist und gefunden hat, etwas von Eglisau wieder für Eglisau, so ein bisschen, dass sich alle von früher treffen. Wir haben etwas gesucht, wo nicht schon ein Haufen Leute dran sind am Fester machen. Und Tanz in den Mai, das tönt schon schön, das tönt nach Liebe und Freude und Frühling. Und darum ist das so ein bisschen mit der grossen Klassenzusammenkunft zusammengekommen. Also ich bin der Marcel, wir haben vor 31 Jahren das erste Mal hier im Schützenhäusli Party gemacht. Wir gehören sozusagen zu den Pionieren hier. Und mich freut es natürlich, heute wieder mal ein kleines Set zu machen im Stil von oder à la Disco Space Rock. Das Schützenhaus ist die Wiege von meinem Musikgeschmack. Da sind wir gross geworden, haben unsere ersten Ausgänge erlebt und sind mit eine breite Palette von Musik konfrontiert wurde, die uns vom Grund auf geprägt hat. Hallo zusammen, hier ist der Muri. Es freut mich sehr, dass ich hier im Schützenhaus bin. Tanz in den Mai. Da hat vieles angefangen für mich, meine DJ-Karriere und Veranstalterkarriere. Ich habe sehr positive und langjährige Erinnerungen an das Schützenhaus Eglisau. Also, da sind viele Sachen passiert und es freut mich, dass die Jungen das wieder aufnehmen und versuchen, generationenübergreifend so eine Party zu lancieren. Und es freut mich, dass ich da ein Teil davon sein kann. Und ich glaube, das ist eine gute Sache. Ja, das Schützenhäusli ist für mich die Jugend. Und jetzt bin ich nicht mehr jung und es ist eigentlich immer noch cool. Und es ist schon immer cool gewesen. Und mal schauen, was die heutige Abend bringt. Eigentlich bin ich da ein bisschen reingerutscht heute Abend. Oder da in das ganze Tanz in den Mai. Ja, ich freue mich riesig auf heute Abend. Es gibt natürlich zwei Gründe, warum wir total stolz sind, dass wir bei Tanz in den Mai dabei sind. Einerseits ist Christian vorher ja ein total Ur-Eglisauer, der Vivi Cola wieder rausgebracht hat. Und irgendwie sind Vivi Cola gehört einfach zu Eglisau. Und da haben wir gefunden, das gehört auch zu Tanz in den Mai. Und darum sind wir froh, heute hier dabei zu sein und ein paar Güterli über die Theke reinzurühren. Es ist einfach schweinegeil, dass so etwas überhaupt organisiert worden ist. Also mein Herz schlägt höher. Ja, ich auch, der zittere, brutal. Genau, gibt's noch das Käferli noch. Ja. Brutale Freude, Vorfreude. Wenn wir irgendwie auch, dass wir so weiterführen mit dieser Kultur, dann machen wir das die nächsten 40 Jahre. Dann zählen wir auch von euch, dass das stattfindet in den nächsten 40 Jahren noch. Also ich möchte mich bei allen ganz herzlich bedanken, die den schönen Tanz in den Mai ermöglicht haben.